Ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Super Mario 3D World. In der Sternwelt angelangt, in den letzten Parts, das erste Level geschafft, hundertprozentig. Es war wirklich nicht einfach. Wir machen weiter mit die Supergalaxie. Wünscht mir ein bisschen mehr Glück, dass ich das besser schaffe als das letzte Level. Das war echt Katastrophe, Ihr habt es gesehen, oder? Wenn nicht, dann schaut es euch an. Ach, das auch hier, Heilige. Kann man hier? Ne, kann man nicht, okay. Ja, hier gibt es jetzt schöne Gegner, die man nicht besiegen kann. Den hier. Doch, den kann man besiegen mit einer Stampfattacke. Okay. Ich dachte, den könnte man gar nicht besiegen, aber anscheinend kann man ihn doch besiegen. Allerdings wirklich nur mit der Stampfattacke. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Und die schießen auch noch. Es sei denn, die werden gedreht, dann schießen sie nicht mehr. So, wir könnten uns natürlich überlegen, jeden einzelnen... Oh, scheiße, zu besiegen. Natürlich sind wir runtergefallen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr uncool. Erst noch getroffen und dann auch noch runtergefallen. Jetzt sind wir wieder normal groß, ne? Wir müssen das irgendwie strategisch machen. So, auf den Rändern kann man natürlich auch laufen, wie ihr gerade gesehen habt. So, dreh dich. Dankeschön. An dem laufe ich einfach mal vorbei, weil wir müssen die ja nicht besiegen. Stern in der Tasche. So, hier haben wir jetzt diese komischen Viecher. Diese komischen Gumbas, diese Kastanien-Dinger. Das hier machen wir mal leer und... Hallo Stern! Wie heißen die nochmal? Die sind doch auch wieder von Galaxy, ne? Hätte mich fast runtergedrückt, der Sack. Hier nehmen wir mal Anlauf. Damit, wenn es sich wieder dreht, wir direkt losrennen können. Weil wir den maximalen Speed definitiv brauchen. Und er nicht mal gereicht hat. Und das auch noch mit Toad, das ist der schnellste! Und jetzt müssen wir alles nochmal machen, ne? Das ist natürlich das Miese daran. Jedes Mal, wenn wir verkacken, müssen wir alles nochmal machen. Das heißt, mit Ruhe rangehen. Mit Geduld. Weil sonst macht das alles keinen Sinn. Ein Dings wäre natürlich super nützlich. Wow. Ihr wisst, was ich meine. Okay, ich gehe nochmal zurück. Ein Tanuki. Ich wollte den doch noch nur besiegen. Habe ich aber auch geschafft. Aber ich bin schon wieder klein. Scheiße. Kann man das nicht irgendwie ändern? Was kriegt man hier? Nichts, okay. Aber mit dem Stern habe ich schon mal kein Problem. Da habe ich schon mal jemanden auf YouTube gesehen, der da um einiges mehr Probleme hatte. So, jetzt sind wir klein. Wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr früh losrennen. Also wir brauchen das perfekte Timing. Das könnte gut gewesen sein. Und ja, geschafft. Ihr seht selber, wow, wie knapp das ist. Und man kann nicht aufhören zu rennen. Das ist das Schlimmste daran. Man ist einfach durchgehend weiterhin so schnell. Das heißt, man muss gut bremsen. Das ist wichtig. So. Jetzt müssen wir es nochmal schaffen. Okay, wunderbar. Halbzeit ist gesichert. Schön. So, jetzt müssen wir hier hochkommen. Aber ich glaube, mit diesem Level werde ich nicht so viele Probleme haben wie mit dem... Wow, mit dem letzten... Könnte ich ein Power-Up haben, bitte? Aber danke, dass ihr mir das zeigt. Nein, kann ich nicht? Okay. Dann kann ich es eben nicht. Ach du Scheiße, hier muss ich irgendwie schnell hochkommen. Okay. Na, nicht so einfach. Kriegt man nicht hin. Kriegt man hier vielleicht ein Katzensuit? Das würde es einiges einfacher machen. So, die treffen mich eh nicht, weil die immer in einer anderen Höhe schießen. Das heißt, ich kann die in Ruhe nacheinander kaputt machen. So. Jetzt aber mal überlegen.
Wie? Was ist das denn da hinten im Hintergrund? Wie kommen wir jetzt da dran? Sag mal, können wir vielleicht hier runter? So, ist hier was? Nein. Fuck. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwie ein Power-Up versteckt, das uns genau jetzt weiterhelfen könnte. Aber ist nicht so. Verdammt. Wir brauchen doch... Wir brauchen das doch. Hallo? Wie soll ich das denn jetzt machen? Leute. Oh. Ach, schade. Auch kein Power-Up. Ist hier vielleicht auch sowas? Nee. Okay. Ja, es könnte vielleicht so in der Art irgendwie klappen. Muss mich nur irgendwie weiter oben halten, irgendwie. Längere Zeit. Dann könnte das durchaus hinhauen. Aber, ach fuck, wir müssen weiter. Fuck, fuck, fuck. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Wir haben keine Zeit. Ich muss hier nochmal mit einem Katzensuit anscheinend reingehen, das ist wohl gewollt. Weil wenn man den hier nicht bekommt, dann ist das ja schon ein bisschen sehr mies, ne? So, da vorne ist der Grünstern, den wir uns gleich holen. Ich gehe richtig auf Nummer sicher. So, dich mal kaputt machen. Wenn wir jetzt hier einen Katzensuit bekommen, dann heul ich. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, das geht sogar. Ah, warte mal, da unten ist ein Stern. Das heißt, ich muss mich hier einmal runterfallen lassen. Und dann einmal losrennen. Und den holen. Boah. Fuck, die Zeit! Die Zeit! Wie gemein ist das denn? Boah, so ein fucking schweres Level, wo man so viel überlegen muss und dann hat man auch noch wenig Zeit. Ist klar, Nintendo. Ist klar, ist klar. Ja, dann fallen wir nochmal runter. Kein Problem. Habe ich absolut nichts gegen. Kriegen wir hier nicht irgendwo einen Katzensuit? Ey, das ist doch echt nicht wahr. Wie soll man das denn machen? Wie soll man denn da drankommen? Erklärt es mir mal. Muss doch irgendwo ein Katzensuit sein. Das kann überhaupt gar nicht sein. Aber hier ist keiner. Wie stellen die sich das denn bitte vor? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Wie soll man das machen? Wie soll man hier hoch? Ich kann zufällig nicht fliegen oder so. Und ich kann mich auch nicht so lange oben an der Wand halten. Es geht nicht. Ja, ich muss versuchen, direkt auf das zweite. Dann könnte es klappen. Krieg ich aber nicht hin. Krieg ich aber nicht hin. Nee. Ich probiere es jetzt noch ein bisschen. Ansonsten, ja, keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Anscheinend braucht man hier irgendein Item, was ich nicht habe. Ach, das geht doch nicht. Mein Gott. So eine Scheiße. Ich hasse es, wenn man in Leveln etwas braucht, was man in dem Level selbst nicht bekommt. Das ist so schrecklich. Dumm. Ohne Scherz, seht ihr doch auch so, oder? Mein, warum sollte ich mit dem Katzensuit jetzt hier reingehen? Hat man zuvor nicht bekommen. Macht also keinen Sinn. So, jetzt lass dich mal runterfallen. Lieber Toad, und lass dich am besten nicht treffen. Dankeschön. So. Ja, genau.
Aber bei diesen Leveln, da rutscht die Laune immer wieder in den Keller. Ach, leck mich! Ich nehme doch nicht diesen Scheiß! Wo ist jetzt dieses Kack-Katzen-Suit-Ding? Boah, oder ich beende das Level einfach. Leck mich am Arsch. Ich beende es einfach. Ist mir so wurscht. So wurscht. Könnt mich hier mal. Alle. Tschüss. Natürlich falle ich darunter. Was denn auch sonst? Ich bitte euch. Echt unglaublich. Ja, noch falsches Timing. Dankeschön. So, jetzt gehe ich einfach weiter. Ach, guck mal, wer ist denn da? Rosalina, hallo. Was hast du denn hier zu suchen? Ach, wie cool. Sehr nice, super nice, super nice, super nice. Nehmen wir mal Speedy, Speedy, Speedy. So, jetzt müssen wir nochmal in den Kassensuit rein. Ich sehe es echt nicht ein, dass ich das so schaffen soll. Ich verstehe es nicht. Wieso kommt sie mit? Unglaublich. Na gut, aber immerhin schon mal alle drei Sterne. Den Stempel halt nicht, der da war. Du kannst nun auch als Rosalina spielen! Ja, man kann diesen Charakter freischalten, man darf ihn auch spielen. Das heißt, wir müssen nicht nur noch mit Mario, Luigi und Peach die Level abschließen, sondern auch noch mit Rosalina. Das heißt, insgesamt mit 5 Charakteren muss man alle Level abschließen. Ich hole mir jetzt kurz den Katzensuit und dann sehen wir uns gleich wieder. Katzensuit mit dabei und wir gehen wieder rein. In die Super Galaxy! Ich habe sogar einen Petto. Das heißt, falls wir einmal getroffen werden, haben wir noch einen zur Sicherheit dabei. So. Dich einmal vernichten. Dann können wir jetzt mal versuchen, ein bisschen durchzurushen. Am besten natürlich nicht treffen lassen. Mein Gott. Und nicht runterfallen. Das wird natürlich jetzt trotzdem wieder schwer. Aber am Ende können wir zum Not einen Sprung machen. Boah, das Bremsen haben wir auch wieder gut hinbekommen, wunderbar. Nein! 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 Ein Katzensuit weg. Fuck! Wie, ich muss gleich wieder welche holen. Das kommt davon, wenn man schnell durch möchte, ne? Natürlich. So, wir müssen irgendwie bis da hinten hinkommen.
Warum? Rutsche ich immer da runter? Fuck it! Wir machen es im nächsten Part. Ich weiß echt nicht. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich komme gerade nicht mit dem Kassensieb durch. Das heißt, wir machen das im nächsten Part zu Ende. Weil ich jetzt wieder welche holen muss. Und das dann wieder dauert. Und dann muss ich wieder schneiden. Machen wir einfach im nächsten Part. Ich beginne dann am besten ab der Stelle, wo ich den Kassensieb brauche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt ein bisschen abregen, weil das einfach ein bisschen aufregt. Und lasst einen Kommentar da, eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.